Hallihallo ihr lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Hearthstone Let's Play. Ich bin seit mittlerweile 3 Stunden und 39 Minuten im selben Stream. Also wenn ihr das nicht als Stream seht, dann habe ich schon ein paar Stunden hinter mir. Aber es läuft gerade so gut. Wir sind in der Arena unterwegs mit dem Hexenmeister und haben schon 4 Spiele gewonnen, aber auch leider schon 2 verloren. Das heißt, es kann jetzt entweder sehr schnell vorbei sein, oder aber wir rocken noch weiter die Arena und ich bin saugespannt. Willkommen zurück, ihr lieben Leute im Chat. Immerhin noch 7 Zuschauer morgens um 2 Uhr an einem Mittwoch. Ha, schön ist das zwischen den Tagen. Spielen. Spielen, 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 spielen. Oh, jetzt bin ich angefixt. Jetzt möchte ich aber auch gerne noch meinen 5. Schlüssel haben. Wenn schon, denn schon. Wie viele Folgen das jetzt schon waren? Gute Frage. Warte mal. 2, 3, 4. Ne, 3 in 2 Stunden, glaube ich, habe ich gemacht. Und dann 1, 2. Es ist jetzt, glaube ich, die 6. Ja, müsste jetzt die 6. Folge sein. So, sehr geil. Den habe ich direkt auf der Hand. Den packe ich wieder ein und die anderen beiden behalte ich. Zwischen den Tagen. Kennst du das nicht, Dragonson? Zwischen den Tagen, sagt man so. Zwischen Weihnachten und Neujahr, zwischen den Tagen. Sagt man zumindest im Rheinland so. Keine Ahnung, was man bei euch so sagt. Angenehmes Winterhauchfest. So, jetzt war ich gerade auf dem Klo, jetzt kann ich auch wieder was trinken. Werft eine zufällige Karte ab. Ne, die ist mir jetzt auf jeden Fall zu heikel. Ich ziehe lieber noch eine. Und da ziehe ich ihn schon wieder. Der ist auch sehr geil, wenn ich die Tentakel ausgespielt habe. Oh nein. So, ich gebe dir erstmal Mana-Kristall. Liebe Bestelsina. Bestlesina, wie auch immer. Bestlesina. So, jetzt hat er direkt 5. Oha! Holt direkt mal einen Moorkrabbler ran hier. So, da musst du erstmal an meinem Kirulanten vorbei, würde ich sagen. Ja. Da darf er erstmal vorbei, würde ich sagen. Na, was spielt er aus? Ich bin sehr gespannt. Die Runde fängt schon wirklich super interessant an hier. Oh, fuck. Okay, die beiden Zauberlehrlinge müssen auf jeden Fall mal weg. Ja. Und mit dem Moorschleicher gegen mich. Gut gespielt. Na gut, ich hoffe, ich werde jetzt nicht meinen, wie heißt denn der jetzt eigentlich? Dunkelhain-Ratsherr. Das muss ich mir mal merken. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht meinen Dunkelhain-Ratsherrn los. Bitte, bitte nicht. Yes, okay, das ist okay. Damit kann ich leben. Dann ist der Mauschleicher auf jeden Fall schon mal weg. Ach, und jetzt hat er noch 2 mehr Mauschleicher auf der Hand. Na, super. Was darf's denn sein? Dann ziehe ich mir noch eine Karte. Und kriege ein Leben zurück. Bumm, das hätte ich gleich auch gemacht. Hält jedes Mal +1/+1, wenn ihr eine Karte ausspielt, alles klar. Um den muss ich mich gleich sofort kümmern und damit macht er mir den noch kaputt, das war sowas von klar. Dann spiele ich erstmal den aus. Und ziehe mir nochmal eine Karte. Verstohlenheit und Gottesschild, sehr gut. Mein, wie heißt er? Schweigsamen Ritter. Das war so klar, dass er den sofort wieder ausspielt. Bumm, da kriege ich eine Karte. Vielen Dank. Warum habe ich nicht meine schönen Tentakel gezogen? Sowas Blödes. Den spiele ich auf jeden Fall aus.
Mache ich 6-6 draus? Oder mache ich lieber ein Schild drumrum? Ich mache erstmal 6-6 draus. Huiuiuiuiui. Das wird ja doch noch richtig spannend hier. Eure Magie wird euch nicht treffen. Na, fuck. Bringt mich zum Schweigen, der Arsch. Ich muss auf jeden Fall was mit Spott ausspielen, sonst, Ich frage mich, ob... Ja, den spiele ich als erstes aus. Und dann spiele ich den aus. Das wird auf jeden Fall sauknapp. Der will direkt gegen den. Nee, ich glaube, ich bin so gut wie tot. Und dann kriegen die beiden auch noch Spott. So. Fertig. Das war auf jeden Fall gerade sauknapp. Scheiße. Da hat er mich jetzt, glaube ich. Ja, noch eine Verwandlung. Sehr schön. Damit ist der eine weg, damit ist der andere weg und damit bin ich weg. Gut gespielt. Okay, das ging jetzt ziemlich schnell. Schade. Ja, unter meine Fernsehvideos kommen noch Texte und Akkorde, sobald sie auch auf meiner Homepage erscheinen. Das war eure dritte Niederlage. Schade. Schlüssel um euren Gewinn. Naja, immerhin 4 Siege für die erste Arena-Runde, Leute. Kann sich doch sehen lassen, oder? Finde ich. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Zack. So. Was haben wir hier? 55 Gold. Yeah, ein Kartenpack. Und eine Zornkarte. Fügt einem Diener 3 Schaden zu oder fügt einem Diener 1 Schaden zu und zieht eine Karte. Sobald ihr genug Gold angesammelt habt. Sehr gut. Könnte ich jetzt direkt schon wieder machen, mache ich aber nicht. Ich packe erstmal das Deck aus. Bumm. Was haben wir hier? Verleiht am Ende eures Zuges einem zufälligen Diener auf eurer Hand +2/+2. Geil. Stellt bei beiden Helden 4 Leben wieder her. Interessant. Spott. Super gut. Alle Klassen. Verursacht einen Schaden. Ein Murloc, den habe ich doch eben schon mal gehabt. Und ein Jade-Idol wählt aus, ruft einen Jade-Golem herbei oder mischt 3 Kopien dieser Karte in euer Deck. Mhm. Interessant. Nun gut, wir haben ja erst eine Runde gespielt, ne? Deshalb spiele ich jetzt auch noch eine Runde weiter. Gehe nochmal kurz in meinen Quest-Log und sehe, dass ich noch nur noch 7 Priesterkarten ausspielen muss. Das heißt, das mache ich jetzt diese Runde auch noch fix. Spielen und den Priester wählen. Bei dem war ich ja sowieso gerade erst dran. Das heißt, ich gucke mir nochmal gerade meine Hand an vom Priester und werde mit dem auch direkt wieder... Ich werde mir die Hand gerade nochmal kurz neu zusammenstellen. So, den nehme ich zweimal mit, den nehme ich einmal mit, die nehme ich zweimal mit. Nehme ich einmal mit, nehme ich einmal mit, nehme ich einmal mit. Wobei, nehme ich zweimal mit. Nehme ich mit, nehme ich mit. Den nehme ich auch mit. Und den nehme ich auf jeden Fall auch mit. So. Gut. Dann nehme ich mit. Die gute Frau. Ingenieurslehrling. Den guten Mann. Ja, die ein Ork-Armee auf jeden Fall wieder. Den Schleim.
Den Schlachtzugleiter. Den Grizzly. Trank, nein. Feindliche Diener verlieren Verstohlenheit. Den nehme ich einmal mit. Den Gurubashi-Berserker nehme ich mit. Den Zauberbrecher nehme ich mit. Den Goblin-Leibwächter nehme ich mit. Den Herrn Oger nehme ich mit. Den Urtum der Blüten. 3-8 ist ja gar nicht so geil. Den Champion nehme ich mit, den Kernhund nehme ich mit. Habe ich den Goblin-Leibwächter schon eingepackt? Weiß ich gerade nicht. Ja, habe ich. Habe ich den Schildmeister? Habe ich nicht. Ne, dann nehme ich den Schildmeister noch mit, auf jeden Fall. Dann die Gnomische noch. Und den Silberrücken-Patriarchen. Nein? Doch, den Silberrücken-Patriarchen. Alles klar. So, damit gehe ich dann wieder ins Spiel. Warum ich mein Gold nicht ausgebe? Weil man für 750 Gold eine Solo-Kampagne sich kaufen kann. Also einen Trakt immer in der Solo-Kampagne. Und ich unbedingt die Karten von der Forscherliga haben will. Das sind nämlich mit die geilsten Karten im Spiel, finde ich. Da sind sehr, sehr coole Karten dabei. Deshalb behalte ich mein Gold am Anfang immer da, also am Anfang braucht man sich sowieso noch keine Packs zu kaufen und so, das ist alles totaler Quatsch. Steht auch in jedem Blog im Internet, den man so lesen kann. Denn wir wollen ja, wie gesagt, möglichst schnell an möglichst gute Karten kostenlos rankommen. Deshalb behalte ich mein Gold für die Solo-Kampagnen. Ich weiß, dass ich mir schon 5 Packs kaufen könnte. Und eben in meinem Deck fehlt noch Renault und deshalb will ich die Forscherliga spielen. Den kriegt man nämlich direkt im ersten Trakt. Renault ist nämlich eine super geile Karte. Die mag ich nämlich auch sehr, sehr gerne. Sehr gut, die behalte ich doch direkt komplett auf der Hand, die Karten. Das gefällt mir doch. Oh, und ich fange nicht mal an. Sehr gut. Frohes Winterhauchfest. So, dann spiele ich die doch direkt mal aus. Der bringt sie wahrscheinlich direkt mal um. Das finde ich natürlich doof jetzt. Ich ziehe erstmal noch eine Karte. Und springe einmal ins Gesicht. Ha! Sehr gut. Und dann kann ich ihr 2 mehr Leben verleihen. Das war jetzt gerade wirklich Schwein. Da habe ich jetzt gerade einfach totales Glück gehabt. Dann kann er sie nämlich nicht direkt töten. Und wenn er sie jetzt verletzt, kann ich sie direkt wieder heilen. Aber er tötet sie nicht. Sofort. Dann töte ich seinen Typen und ziehe mir eine Karte. Wenn ihr meint. Und mit dem geht's noch ins Gesicht. So. Das war doch schon mal ein ziemlich guter Anfang, würde ich sagen. Bis hierhin. Autsch. Gut gespielt. Autsch, sehr gut gespielt. Das muss man ihn lassen. Danke. Ja, dann würde ich sagen. Zack. Schieben wir doch da mal einen Riegel vor. Kannst ja gerne angreifen. Dann ist nur dein schöner Drache tot. Oh, die Kampfschrei-Effekte werden 2-mal ausgelöst. So viel zur Forscherliga. Da haben wir wieder einen. Brandenbronzebart. Den kriegt man auch direkt im ersten Trakt. Den bringe ich aber direkt mal zum Schweigen, den guten Mann.
So, nö, ich springe einfach weiter. Fröhlich ins Gesicht. Und nun zu meinem nächsten Trick. Autsch. Guter Trick auf jeden Fall. Hätte ich ihn doch bloß getötet. Autsch, das ist meine Kartenfrau gewesen. Dann werde ich den vernichten. Spott ausspielen. Und den Vierer noch loswerden. Ausgeglichenes Spiel bis hierhin. Das hätte ich genauso getan. Ach, das sind diese ganzen Gutgetzer-Karten, ne? Die immer plus eins auf der Hand geben. Die sind echt geil. Ach, ich hasse diese Karte. Der Krieger hält der Bluthufe. Das ist so eine geile Karte. Shit. So, dann heile ich mich noch. Das war's für diese Runde. Der wird wahrscheinlich erst angreifen und ihn dann töten. Um dann hier den Wutanfall noch auszulösen. So würde ich es auf jeden Fall machen. Boah, es sei denn, ich habe so einen Zauber auf der Hand. Ja, die Waffe ist auch geil. Echt Silber Champion. So, dann rufen wir mal den Ogre dazu. Und machen mal 5 Schaden. Können wir uns jetzt mal leisten, finde ich. Die Unterhaltungen im Chat werden aber auch immer weniger, je später der Abend wird. Schön zu beobachten. Halt einen Forscherhut auf die Hand. Boah. Na? Bumm, holt sich 6 Schaden ab. Alles klar, nur damit ich sein blödes Vieh nicht töte. Da nehme ich den doch mal. Den will ich auf jeden Fall noch nicht ausspielen. Behalte ich den auf der Hand? Nee, ich spiele ihn aus, komm. Bringt ja nichts. Und nochmal 2 Leben mehr. Zack. Den muss er auf jeden Fall töten. Das heißt, er wäre auf 5. Oh, spannende Runde schon wieder hier. Ich kann eigentlich irgendwie mal Kyrillisch lesen. Kann mir mal vorlesen, wie mein Gegner heißt. Man soll keine lesen, verstehen. Oh, fuck. Was war das denn? Zerstört einen feindlichen Diener mit maximal 3 Angriffen. Na, super. Spott und alle plus 1. Und den behalte ich immer noch auf der Hand. Ich möchte direkt sein Leben verdoppeln, wenn ich den kann. So, greifen wir einmal an. Huhuhuhuhu, aber der wird mich jetzt fertig machen. Er wird vermutlich erst seinen Drachen opfern. Oder nee, er wird mit dem Drachen hier angreifen. Oder selber angreifen, wenn er noch eine Waffe auf der Hand hat. Der Sack.
fieser Möb. Boah, alles klar. Gute Kartenwahl. Dann heile ich mich doch erstmal wieder, würde ich sagen. Bumm. So. 13 kann er mir... Nee, ich bin tot. Alles klar, er hat gewonnen. Gut gespielt. Er muss mir nur alles ins Gesicht schieben. Ja, komm, dann geben wir auf. Zack. Das gucke ich mir jetzt nicht mehr an. Und ja, ich habe Pläne für Silvester. Ich bin auf einem Live-Rollenspiel. Endlich mal wieder. So, direkt mal wieder neue Karten. Fügt allen Feinden 2 Schaden zu, stellt bei allen befreundeten Charakteren 2 Leben wieder her. Auch eine schöne Karte eigentlich. Und noch eine Priesterkarte. Komm, die spielen wir jetzt noch aus. Ein letztes Spiel. Aller guten Dinge sind schließlich 3 und wir haben ja erst die Arena-Runde und die erste Runde danach gespielt. Also jetzt noch eine Runde und dann ist wirklich Schluss. Ich habe jetzt gerade die 4 Stunden überschritten. Jetzt ist wirklich gut. Das Licht wird den Sieg bringen. Uha, da habe ich aber hochkarätige Karten zu anfangen. Die können alle mal wieder ins Deck. Ja, das sieht doch schon besser aus. Oh, die beiden. Geil. Wenn ich jetzt noch meinen schönen anderen Diener hier ziehe von wegen Leben immer gleich Angriff. Dann sage ich doch erstmal hallo. Frohes Winterhauchfest. Ja. Hat er gut gemacht. Spiele ich die direkt aus oder behalte ich die? Ach, ich behalte die. Ich mache noch eine Runde Pause. Ich habe gerade gelesen, was macht ihr an Silvester? Vermutlich meine Flasche ficken. Und dann habe ich aber gelesen, vermutlich meine Flasche ficken leeren. Also, gut, dass du das dazu geschrieben hast. Das wäre sonst ein bisschen gruselig gewesen. Mit Freunden feiern, chillen, aber schlafen klingt auch verlockend, ja. Ich hasse das Flammenzungen-Totem. Habe ich da nicht eine Karte gegen? Bringt einen Diener zum Schweigen, finde ich gut. Nehme ich gleich, direkt in der nächsten Runde. Gut gespielt. Zack, Schweigen bitte. Dankeschön. Gut gespielt auf jeden Fall. Sehr gut gespielt sogar. Kopieren wir uns mal eine Karte rüber von ihm. Was haben wir denn hier? Nett. Dann spielen wir doch mal die beiden hier aus. Mit ihren scheiß Überladungszaubern, ey. Gut gespielt bis hierher. Ich vermisse meine Alle-Leute-Wegmachen-Karte. Sehr, sehr vermisse ich sie gerade. So, dann ziehe ich noch eine Karte. Verleihe ihm mal ein bisschen Leben.
das tun. Boah, was schreibt ihr, okay? Tja, was tun, was tun. Na los, mach hin. Hauptsache, du tust irgendwas. Es bleibt nicht viel Zeit. Möge meine Vorfahren über mich wachen. Das hat da aber gut viele Leute hier auf dem Schlachtfeld. Finde ich gar nicht mal so gut. Zack. So. Dann gebe ich dem doch direkt mal plus 1. Werde damit einmal kurz angreifen. Ach scheiße, wieso hat der denn schon wieder einen mehr? Das Kackvieh. Dann verwandle ich das Ding noch. Oh, 7,5. Sehr schön. Tja, so viel Schaden macht er ja noch gar nicht. Aber dieser kleine Schaden genügt irgendwie gerade. Und in der nächsten Runde ist der hier dran. Könnte mir jetzt 5, 6, 7 Schaden machen. Macht er aber nicht. Er wird wahrscheinlich mit dem hier oder mit dem und dem meinen Schlachtzugleiter killen. Nee, okay. Dann wird er mit den beiden jetzt noch die Frau hier killen. Die Zwielicht-Dunkel-Heilerin, mein Gott. Oder lässt er das tatsächlich so? Autsch. Das ist natürlich ziemlich gut gerade. Und damit wird er jetzt noch voll angreifen. 10, 11 Schaden noch machen. Ah, nee. Es hat mich nur meine Seele gekostet. Bumm. Ach, könnte ich damit doch jetzt nur angreifen. Tja, ich glaube, ich bin trotzdem tot. 7, den kriege ich nicht weg. Scheiße. Tja, gut gespielt, scheiße. Das hätte ich, wenn ich das jetzt eine Runde vorher gehabt hätte, na, Mist. Schade, schade, schade. Aber ich habe auf jeden Fall meine eine Priesterkarte ausgespielt. Und ja, das ist natürlich geil dann immer sowas. Das ist total ärgerlich dann. Von 20-20 auf 0-1. Boah, sowas dürfte es echt nicht geben. Naja, gut. Komm, mach mich doch endlich fertig. Na, bitte. So, Licht und Schatten auch noch geschafft. Nochmal 40 Gold erhalten und damit alle Questen für heute erledigt. Das ging doch ziemlich schnell, in nur 4 Stunden 10. Ihr Lieben, Trashmob Dragonson, ich grüße euch, ja, bedanke mich recht herzlich. Tag König. Ja, König. Geh kacken. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi.